Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ghost of Tsushima. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir machen weiter. Weiter geht's mit der Action. Wir werden wahrscheinlich jetzt Norio weiterhelfen, Freunde. Der braucht unsere Hilfe, der braucht unsere Unterstützung. Hier vorne ist auch direkt die Mission, direkt vor uns. Machen wir das, oder? Das machen wir direkt. Also es ist krass, was beim letzten Mal passiert ist. Ich hoffe, ihr wart dabei. Wenn nicht, macht es gar keinen Sinn, dass ihr jetzt hier dabei seid, Freunde, denn was ist da los? Aber vielen Dank an alle, die dabei waren und vielen Dank an alle, die auch das Video unterstützt haben oder die ganzen letzten Videos. Freut mich, dass ihr immer noch Bock habt. Ja, wir sind bei, ich glaube, jetzt ist das müsste jetzt Folge 71, glaube ich, sein. Ja. Ja. Wollte ich jetzt irgendwas, warum bin ich jetzt hier im Menü? Ich habe gar keine Ahnung, Alter. Wir können direkt weitermachen. Kann ich euch helfen? Ich suche nach Norio. Wo ist er? Er brachte die Asche seines Bruders auf einen Friedhof. In den Hügeln im Süden. Ich suche dort nach ihm. Vielen Dank. Die dreifache Welt. Trifft Norio beim Friedhof in Sago. Okay, gut. Wir haben keinen Schnellreisepunkt. Hierher! Dann müssen wir da halt hinreiten. Mensch, das muss halt sein. Was soll man machen? Ey, heftig, aber... Ich hätte jetzt gar nicht damit gerechnet, dass sein Bruder noch am Leben ist, vor allen Dingen. Oder am Leben war jetzt. Vor allen Dingen dann erstmal die Leute verraten. Aber gut, wenn du so gequält wirst, einfach komplett verstümmeln. Oder? Arme, Beine weg. Krass. Kann man auch verstehen, dass man da nicht mehr weiterleben will. Vor allem in so einer Zeit, weißt du, also... Was willst du da noch machen, ja? Was willst du da noch machen? Gar nichts. Krass. Einfach krass. Er muss es denn für seinen Bruder beenden. Ich dachte ja kurzzeitig, Jin bietet es an. Weil wir hätten das wahrscheinlich dann auch übernommen einfach. Er das nicht machen muss. Bleibt mir vom Leib, Alter. Bleibt mir vom Leib. Weg, 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 weg. Gar keinen Bock zu kämpfen jetzt. Gegen euch. Keine Lust mehr auf so Kämpfe außerhalb der Mission irgendwie. Oder außerhalb der Festungen. Weil es nimmt wirklich kein Ende. Ja? An jeder Ecke hängen irgendwelche Pisse ab. Ja? Irgendwelche Junkie-Mongolen, die irgendwie auf die Schnauze haben wollen. Ne? Aber ich kann nicht jedem auf die Schnauze geben. Man muss Prioritäten setzen, wisst ihr, was ich meine? Ja. Hier sind bestimmt auch Grillen wieder, oder? Warte mal kurz. Norio, warte mal ganz kurz, ganz kurz. Würde mich nicht wundern, wenn hier auch nochmal Grillen sind oder so. Erstmal die Opferkappen klauen, ey, das ist so mies eigentlich, wa? Wenn du es mal so reinziehst, das sind bestimmt einfach Opfergaben. Na gut. Schade, ich dachte, hier werden wieder so ein Grillenkäfig oder so. Enjos Urne. Er war lieber im Freien als in der Pagode des Zedern-Tempels. Der Mongole, den ihr sucht. Hachu. Habt ihr ihn schon? Er ist nicht weit weg von hier. Norio, der Zedern-Tempel braucht jetzt eure Führung. Das geht vor. Rache ist nicht die erste Pflicht eines Mönchs. Bevor ich ein Mönch wurde, war ich ein Bruder. Tut das nicht allein. Lasst mich helfen. Wenn ihr es wünscht. Du hast doch gesagt, wir sollen helfen. Und er hat doch gefragt. Also sind die beiden ein bisschen dumm? Beide sind ein bisschen dumm, wa? Hm? Er hat gefragt, ob wir es machen. Wir haben gesagt, wo finden wir ihn? Jetzt fragen wir ihn, ob wir helfen können. Seid ihr sicher, dass er verantwortlich ist? Finde ich ihn, wird er um einen schnellen Tod winseln. Und niemand wird ihn hören. Ihr seid Enjos Bruder. Ich respektiere euer Recht auf Rache. Ihr sollt nicht werden wie... Wie wer? Ihr? Wie all die anderen, die dieser Krieg geprägt hat. Dafür ist es viel zu spät, mein Herr.
Aha, hier sind sie noch. Hab ich so gewusst. Sag mal, warte mal ganz kurz nochmal. Hatten wir den dicken Bogen jetzt eigentlich auch voll Maximum? Ja, eins fehlt noch. Ligusterholz noch. Okay, gut. Von da unten aus kann man das Fort gut sehen. Bei der Suche nach Hartschuh habe ich angewandt, was ihr mich lehrtet. Wie sieht er aus? Wie jeder andere mordende, ehrenlose Mongolenhund. Ihr habt womöglich nur eine Chance. Ich erkenne ihn, wenn ich ihn sehe. Schlag zu, ohne zu zögern, sobald ihr Sicht auf ihn habt. Hunde, macht, dass ihr da wegkommt! Lorio! Bitte, wir waren bloß hungrig. Verschont uns! Wir verschwinden! Lorio, sie waren keine Gefahr. Mag sein. Jetzt definitiv nicht mehr. Sie hätten es besser wissen sollen. Rückt vor und erreicht das Nirvana. Rückzug führt in die Hölle. Von wem ist das? Ein Gebet, das Enjo in die Naginata gravierte. Nach seiner Rettung des Kushi-Tempels vor Banditen. Als er zum Wächter wurde. Er litt mehr, als wir beide ahnen können. Doch er hielt durch, um euch zu sehen. Wisst ihr, was seine letzten Worte an mich waren? Ich lag falsch. Womit denn? Werde ich nie erfahren. Hartschuhs letzte Worte werden Schreie des Schmerzes. Wir sollten uns ausruhen, Norio. Für morgen. Ihr habt recht, mein Herr. Ich sammle meine Kräfte für Hartschuh. Wo ist der? Einfach alleine losgezogen. Das Fort steht in Flammen. Was hat Norio getan? Der dreht komplett durch, Mein Herr! Hilfe! Bitte! Er ist verrückt! Was ist passiert? Norio, als ich ihn zuerst sah, dachte ich, meine Gebete wurden erhört. Doch. Geh zum Zedern-Tempel. Ich mach das schon. Ist der Typ wirklich ein... Vielleicht deutet er das so, ich lag falsch mit dem Weg des Mongolen oder des Weg des Menschen, meine ich natürlich. Finde Zuflucht bei Amida, Buddha. Das meint er wahrscheinlich, wa? Oder so deutet er wahrscheinlich die Aussage von seinem... Er ist verrückt geworden. Von seinem Bruder. Oder was meint ihr, Freunde? Der scheißt jetzt wahrscheinlich auf alles. Mongolen, Mönche, ist ihm scheißegal. Wie kann man so komplett aus... Du hast nicht den Mut, es zu tun. Brennt! Brennt für eure Untaten! Schlechter! Wo muss ich denn hin, Alter? Hä? Ach da, ich hole vor mir die Scheißen. Ich dachte, die wären unten irgendwo... Ich hab die Stimmen vor mir gehört. Komm. Ihr sagtet eins, ihr würdet nie euer Naginata im Hass schwingen. Ich tat, was der Geist tun würde. Und jetzt ist Hartschuh tot. Ich gehe nicht wieder zum Zedern-Tempel. Nicht nach all dem hier. Wohin geht ihr? Das ist egal. Er lebte noch, als ich das Holz ansteckte. Als er schrie, erfüllte es mich mit Freude. Und ich würde es wieder tun. Ich bin nicht länger Mönch. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir alle bereuen etwas und haben Versprechen gebrochen. Aber diese Insel braucht euch. Den letzten Mönch des Zedern-Tempels.
Ich kann nicht sein, wer ich einst war. Vor all dem hier. Das müsst ihr auch nicht mehr werden. Ihr sollt einfach nur nicht aufgeben. Blickt nach vorne. Danke, Jin. Wir sehen uns beim Zedern-Tempel. Also, sagt Jin gar nichts dazu, dass vielleicht auch Unschuldige jetzt verletzt wurden oder was? Oder wurden keine Unschuldigen verletzt, wir sind einfach nur geflüchtet. Vor allem, das sieht doch aus wie ein typisches Mongolenlager. Warum sind hier überhaupt so viele Zivilisten, sag ich mal? Oder? Hier ist schon wieder komisches Ende, ja. Komisches Ende irgendwie. Kenne deinen Feind. What? Okay, 8 Punkte brauchen wir noch, wenn die alle. Jeder kostet, glaube ich, ein. 8 Punkte noch. 8 Punkte noch. So. Schauen wir doch einfach mal, was wir jetzt noch machen können. Die ganzen anderen Missionen hier, diese kleinen, die sind überall, wo wir noch keinen Reisepunkt haben, ne? Hätten wir mal den hier direkt geholt, Alter. Wäre gut. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. So. In die Richtung. Ja, gut. Na gut, also dass er seinem Bruder rechnen will, kann man natürlich 100% verstehen, ne? Aber dass er direkt alles abfackelt. So und durchdreht, ja. Heftig. Ich muss aber sagen, die Mission vorher war cooler. Und allgemein, bisher, Akt 3 schwächelt schon wieder, finde ich. Im Vergleich zu Akt 2, also Akt 2 war wirklich bisher das Beste, ne? Auch zwischendurch die Mission. Also man hatte natürlich auch ein bisschen mehr zu tun. Wie ich schon dachte, der Akt wird natürlich ein bisschen schneller gehen als der dritte Akt. Weil wir bei Masako und Norio und so weiter natürlich die meisten Missionen schon im zweiten Akt gemacht haben. Dementsprechend ist natürlich hier weniger zu tun. Aber es kann natürlich noch anziehen. Ich gehe mal davon aus, wenn wir die Story weiter treiben, die Hauptstory, zum Ende hin wird es wieder krass episch, Alter. Vor allem auch dann mit, was passiert mit dem Onkel, stellen wir den Koto-Kan, Pisser, machen wir den platt noch oder nicht. Ja. Also ich gehe mal davon aus, dass es dann später noch nicht abgeht, ja. Untersuche die Stadt. Was ist denn hier los? Warum rennst du hier einfach rein? Bitte, mein Herr, sprecht mit Sota, dem Färbermeister. Färbermeister? Ich suche nach dem Anführer, Sota. Ihr seid der Samurai, den sie den Geist nennen. Und doch fliehen die euren vor mir. Warum? Ein Fremder könnte alles sein. Mongole, Bandit. Wenn sie euch ausplündern, kann ich helfen. Bemüht euch nicht. Wir bekommen das alleine hin. Ihr lehnt meine Hilfe ab? Unsere Feinde sind Krankheit und Hunger. Nicht durch Klingen heilbar. Wie ihr wünscht, Sota. Verborgen im Schnee, da tut es weh. Sei wie ein Reh und renne davon. Hier stimmt was nicht. Ich sehe mich mal um. Was ist das, Alter? Ach so.
Was sollen wir machen jetzt? Uns umschauen. Alter, die frieren, ey. Lasst euch doch helfen, Mensch. Hier drüben. Ja? Hier lang, mein Herr. Aber lasst etwas Abstand. Was wollt ihr? Bitte, kommt mit mir. Einer redet immer, wa? Warum so geheimnisvoll? Ich kenne diese Leute nicht, mein Herr. Sie sollten uns besser nicht zusammen sehen. Sie verbergen etwas. Sie meiden diesen Ort, als wäre er verflucht. Aber ich sah, wie dieser Sota hier vor einigen Nächten herumschlich. Ihr seid mutig, das zu sagen. Versteckt euch und seid vorsichtig. Was verstecken diese Leute? Tja, die essen Menschenfleisch. Das hatten wir bisher noch nicht. Das hatten wir bisher noch nicht, Freunde. Ich sag's jetzt schon mal einfach so. Kleidungsfetzen von Frauen. Oh, hab ich vielleicht sogar direkt einen Treffer gelandet, oder was? Blutige Handabdrücke. Kratzspuren. Hier waren Menschen eingesperrt. Sie wollten verzweifelt entkommen. Ey. Das ist es, Freunde. Ich wollte nämlich sagen, wenn du frierst und verhungerst, dann isst du auch Menschenfleisch, Alter. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und bisher hatten wir das nicht. Und in jeder guten Survival-Story-Geschichte muss Menschenfleisch vorkommen. So. Ja. Ach du Scheiße, Mann, ich wusste es direkt. Ertrunken. Ich wusste es direkt. Der Boden ist zugefroren für Gräber. Laut Sota starben die meisten an Krankheit. Alles Männer, durch Waffen getötet. Oder doch was anderes? Ich glaube ja fast nicht, ja. Hier wurde etwas oder jemand aufgehängt. Was geht hier vor sich? Hä? Hier wollte ich gar nicht rein. Ich dachte, hier könnte ich was untersuchen. Wieder raus, Jin. Vogel, willst du mir irgendwas zeigen? Nee. Dachte schon, dass der Vogel mir irgendwas zeigen würde. Ah, hier. Eine große Gruppe hat die Stadt verlassen. Jemand hat Bewohner getötet. Ein paar am Leben gelassen. Den Rest entführt. Finden wir raus, wohin. Oder doch nicht? Menschenfleisch essen? Ich weiß nicht. Rein? Nee. Ah, hier geht die weiter. Hier gehen die Fußspuren weiter. Sie sind dort lang. Was ist das davon? Die Hände sind gefesselt. Sie wollte weglaufen und wurde erschlagen und liegen gelassen. Spuren. Ich gehe wohl in die richtige Richtung. Was ist denn los, Vogel? Was willst du von mir? Scheiße, ich hab die Spuren verloren. Sind wir hier noch richtig, Mensch? Ich
Ich sehe absolut keine Spur mehr. Ich habe keine Ahnung, ob wir noch richtig sind. Ich laufe jetzt einfach mal geradeaus bis dahin hin. Vielleicht haben sie im Gehöft Halt gemacht. Da sind sie. Hoffentlich leben die Entführten noch. Und der, wie er gestolpert ist da hinten, der Lappen. So, weg, ich will den Großen haben. Jawohl. Kommt her. Gegner? Ach, da sind noch mehr, okay. Wartet kurz, Ladies, wartet kurz. Schnauze, ey. Oder hat er Leute verkauft oder sowas? Hat er Leute vielleicht verkauft an die Mongolen? Bam. Damit der weniger Mäuler stopfen muss gegen Futter oder sowas, gegen Essen? Meint ihr, das kann sein? Meint ihr, ich bin der beste Bogenschütze aller Zeiten? Was meint ihr, Freunde? Kann schon fast hinkommen, oder? Es ist vorbei. Ich bringe euch zurück nach Hause. Wir gehen nie wieder zurück. Die Männer von Sago überlebten, weil sie uns diesen Monstern gaben. Aber viele von ihnen sind tot. Diejenigen, die uns helfen wollten. Wir können uns hier niederlassen, mein Herr. Doch nur ihr könnt für Gerechtigkeit sorgen. Die werdet ihr bekommen. Ich finde es immer so komisch, Alter. Ich kümmere mich um die Männer von Sago. Ich finde es immer so, es sind 250 Meter, Freunde. Als wenn da niemand auf die Idee kommt, wo sind die eigentlich hin? Ich weiß nicht, wo sind die denn? Ach, keine Ahnung. In der Umgebung können sie nicht sein, die sind bestimmt schon auf der anderen Insel. Wahrscheinlich. Ah, 250 Meter weiter entfernt. Niemand wird auf die Idee kommen, in seiner Nachbarschaft quasi zu suchen. Wenn man jemanden sucht, weißt du? Wahrscheinlich. Bewohner von Sago, ich bin Fürst Sakai. Verschwindet, sofort! Wie kann ich helfen, mein Herr? Ihr habt gelogen, Sota. Was meint ihr denn? Die Frauen von Sago sind frei. Was hätten wir tun sollen? Wir sind keine Kämpfer. Nein, ihr seid Schweine. Allesamt. Verschont sie, mein Herr. Es war mein Plan. Ich habe sie dazu genötigt. Wie ihr wollt, Sota. Der Rest von euch. Verlasst Sago. Kehrt ihr zurück. Ergeht es euch wie Sota. Geht! Mein Herr, was ist hier passiert? Die entführten Dorfbewohner sind jetzt frei. Sie sind in einem Gehöft untergebracht. Geht zu ihnen. Überall ist es besser als hier. Naja, gut. Die Anlage ist ja jetzt befreit. Ist auch ganz gut ausgebaut. Besser als die andere da drüben. Ja, warum nicht hierbleiben denn? Ich meine, die anderen sind ja weg. Die haben sicherlich Schiss bekommen. Na gut, egal. Freunde, gut. Das war's dann für diese Folge. Ja? Wir haben ein bisschen was erlebt wieder. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Vielleicht dann auch mit der Masako, mit der letzten. Hm? Muss ich auf jeden Fall auch wieder hinreiten. Na gut, alles klar. Na gut. Muss ich mal schauen. Aber das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass wir die Mission dann beim nächsten Mal machen. Wie gesagt, das war's. Bewerten, kommentieren nicht vergessen. Beim nächsten Mal einschalten. Haut rein und tschüss.